Zeit. Oh, ich hab mir ein Bein gebrochen. Und so. Und okay. Ich blute. Gibt's hier eine Binde? Hast du keine im Inventar? Da wie? Na, bei uns ist da auch aufgeräumt und so. Ja, aber oder? Hier ist viel schöner. Warum baust denn du mir nicht so ein schönes Haus? Vielleicht, weil ich nicht so kreativ bin. Ich kann nur groß. Ich finde das voll schön hier. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Und wir sind heute mal ganz woanders, denn wir haben eine kleine Einladung bekommen zu ein paar Zuschauern von uns und sind jetzt auf deren Server und ich stehe hier vor vielen Basen. Sobo ist auch irgendwo. Ich bin auch da. Guten Tag. Ja. Wir haben gedacht, wir machen das einfach mit. Also, wir findet ja auch spannend, was so gebaut wird von den Leuten und was die so unternehmen. Und ja, also wir sind jetzt erstmal noch alleine unterwegs, um so ein bisschen uns zu finden hier. Hey, die Leute haben uns ja hier schon erwartet. Und dann gucken wir so ein bisschen rum und nachher werden wir noch kurz mit ins Discord gehen und ein bisschen quatschen. Die haben hier gerade noch ein Event und so. Also, ja, es wird bestimmt eine spannende Sache, die Gebäude mal zu sehen. Ich bin hier irgendwo. Ich gehe einfach mal hier lang. Ja, du geh da mal da lang. Ich sehe da hinten Leute rennen. So. Echt? Ja, ja, ich sehe sie. Im Bogen raus. Ja, das ist der Dampfer-Server. Den findet er auch in der Serverliste ganz normal. Das ist eine sehr aktive Community. Und ich weiß nicht, wie viele Slots da noch frei sind, ob überhaupt noch was frei ist, keine Ahnung. Wer kommt denn da? Da kommt jeder. Hallo. Die haben auch einen eigenen Discord. Ich denke mal, das bist du. Du siehst genauso aus. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Bin ich tatsächlich, ich bin weiblich. Schön. Und ich? Naja doch, das ist ja immer abgespeichert. So, ich sammle schon mal was. Sieht Speise aber voll geil hier aus. Hier ist, in die Kisten. Hier ist eine Base, die sieht aus wie ein Männchen. Wie ein Männchen? Ja, ich mag cool. Das hier. Ich möchte hier bleiben. Hier finde ich es echt schön. Hier sollten wir öfter sein. Voll schick. Was für ein Spielstand ist denn das? Hast du da mal drauf geachtet? Normal, schwer? Nee, hab ich nicht geguckt. Leicht? Hast nicht geguckt? Ich muss mal hier gucken gehen. Wie hier drin... Oh, das ist alles so schön aufgeräumt und sauber. Na wie? Na, bei uns ist da auch aufgeräumt und sauber, ja, aber oder? Hier ist viel schöner. Warum baust denn du mir nicht so ein schönes Haus? Vielleicht, weil ich nicht so kreativ bin. Ich kann nur groß. Ich finde das voll schön hier. Ich gehe gerade vom neuen Gebiet zum See. Irgendjemand hat gesagt, ich soll da warten, aber ich glaube, wir laufen vorbei. Na, ich bin ja schon da. Ich gucke mir hier gerade alle so ein bisschen an. Okay, ich sehe hier eine kleine Base irgendwas. Ja, eigentlich sollten wir auch fliegen können. Also ich glaube, wir haben die Erlaubnis auf diesem Server. Ich will ja nicht fliegen, ich will laufen und gucken. Beeil dir mal, dass der herkommt, ich bin so einsam. Ja. Also hier sind Leute, aber... Ja. Jetzt will ich in den Männchen rennen. Kommt man überall rin? Wahrscheinlich. Ist jetzt schon. Okay. Ich loote ein bisschen. Nee, komm mal her, jetzt so oft zu looten. Und ist eine Heidelbeere. Ja, ist ja fein, aber... Kannst du denn schon orten, wo du bist? Na, also habe ich dir doch gezeigt. Ja, ja, aber am großen See, oder? Na, an einem See bin ich. Guck mal, die schreiben schon, ja. Frau Bock, ich habe Sachen. Könnt ihr doch noch eine Modenschau machen jetzt gerade. Muss erst mal tippen kurz. Also ist heute mal ein bisschen andere Folge, da müsst ihr heute durch. Aber wir dachten, das zeigen wir. Wieso, das ist doch schön so. Das macht keiner sowas. So ein bisschen Community-Sachen zeigen und so. Nee, ich bin total erstaunt von den Sachen, die bauen. Ich fühle mich total wohl hier. Da sind ja auch echt verrückte Bauleute da drin. Also Lokotus ist ja auch so ein richtig krasser. Also finde ich jedenfalls. Dass der so richtig schön bauen kann und auch jeden Knick und Das ist ja auch ein Männchen. Du musst hier jetzt herkommen und dir das angucken, ey. Ja, er kann doch nicht mehr als rennen. Ja. Jetzt hat er irgendwo angekloppt. Oder darf ich nicht lang? Warum nicht? Oh. Jetzt. Oh, ich bin ganz oben. Ich bin in den Augen, glaube ich. Hier ist ja schön.
glaube, ich habe noch keine gesehen. Na, du bist ganz woanders. Ich bin genau hinter den Basen gespawnt. Okay. Ist so eine kleine Base am Wasserfall? Also an dem Fluss? Nee, ich bin an dem See. Bärchen. Oh ja, jetzt, ich sehe auch so einen riesen Mensch, zwei Männchen. Ja, ich bin in dem Ehen, ich gucke aus dem Auge. Okay. Total schön. Ja, 13 aktive Basen sollen hier auf dem Server sein. Aber das fragen wir nachher nochmal nach im Discord. Da schalten wir uns nachher einfach mal rüber. Aber erstmal wollen wir mal gucken. Ja, erstmal wollen wir alles angucken. Werden wir wahrscheinlich, also kriegen wir bestimmt doch nicht alle in eine Folge, oder? Nee, da kann man ja auch mehrere draus machen. Ich weiß nur nicht, wie lange ich durchhalte. Ja. Jetzt hat es mich nämlich erwischt. Also, Gott sei Dank nicht mit Corona, aber schöne fette Erkältung mit schönen Halsschmerzen des Todes. Oh, ich hab mir ein Bein gebrochen. Und so. Und ich blute. Gibt's hier eine Binde? Hast du keine im Inventar? Alter Schwede. Und davor ist ein Boot. Bist du da drin, wo das Boot ist? In dem dünnen Männchen bin ich. Okay, ich bin in dem dicken. Also bei dem... Alter. Übel. Also, was, der ist übel. Also, so was kommt mein kleines Hirn ja nicht. Ich hab Bekleidung bekommen und so. Das ist total lieb. Und Wasser. Weil alle Türen offen gelassen, wa? Das war, dass wir gucken können. Hier haben die Hühner ein eigenes Zimmer. Das ist ja krass. Maschinenraum. Schon geil gemacht. Und alles echt schön symmetrisch und ordentlich. Ja, finde ich gut. Also hier auch so, hier ist so eine schöne Sofasitzecke drin. Ja, das brauchst du nie beschreiben, weil du musst herkommen, dass wir das zusammen sehen. Das bringt ja nichts. Mach ich doch glatt. Oh, ich muss auch ein paar Shots machen. Das ist echt schön. Ist das auch? Das sieht voll schön aus. Ich weiß ja nicht, wo ich überall fotografieren soll. Bisschen laggy war gerade. Nicht. Bis jetzt. Ey, guck mal, so viel Basen hier drin. Das ist schon krass. Das ist ja auch alles. Seidet. Also neben dem dünnen Männchen. Da bin ich. Also ich stehe jetzt unter dem dünnen Männchen. Krass. Also ich komme hier aus dem Screenshot, machen wir ja nicht raus. Sieht voll geil aus. Krass. Oh, mich beschenkt hier jemand. Mich auch. Oh, schöne Sachen. Eine Hose. Bisschen Mund, geil. Ach da. Hey. Schöne Frau. Komm mal. Komm, geh mal hier reingucken. Nee, weil ich muss. Oh, guck mal an, irgendwie läuft. Wie macht man denn Leuchtstäbchen an? Ach so, mit einer Werkbank. Ah. Dahinter, hinter diesen Leuchtstäbchen, muss eine Werkbank stehen. Senkrecht. Die sind so schlau, alle. Verdammte Scheiße. Krass, oder? Krass. Hat einer jetzt auf mich geschossen? Auf den Bären. Oh, ups. Komm mal hier, nehmen wir mal rein. Komm mal hier mit drin. Ja, komm mal. Guck mal hier, wie schön das ist. Ich will hier wohnen. Oh, guck, wie ich sitze. Schön in der Kaminecke. Ich muss ein Foto machen. Ja, krass. Krass. Bleib doch mal sitzen. Achso, ich hab... Warte. Schön? Ja. Geil. Ja, da brauchst du echt
viel Hirnschmalzer. Das stimmt. Aber guck mal, ja? Wir könnten wieder hochbauen hier draußen. Wir können aber nicht alle Ideen klauen. Bau dir was eigenes. Denk dir was Schönes aus. Ja, ja, ja. Aber hier, guck mal hier. Das ist so ein Hayakusa. Wie heißen die denn hier? Hayakusa. So, ja. So, ja, mit so einer Lampe. Ist das eine Lampe oder nur eine Verlängerung? Wahrscheinlich eine Verlängerung. Ist schon geil. Da kannst du schön chillig hier hinter den Kartoffeln oder hinter den Zwiebeln. Krass. Bleib mal stehen. Kann man hier Wasser schöpfen? Ja. Bleib mal stehen. Kann mich auch hinsetzen. In mein Jacuzzi. Guck. Ist das okay. Geil. Ob ich hier eine Tomate essen darf? Nein, du isst nicht hier. Guck, die Hühner. Oh, guck mal, die Hühner haben auch gegessen. Ja. Na, na, na. Ah ja. Viel reden ist bei Halsschmerzen scheiße. Ja, das stimmt. Also das ist ja schon mal... Also rein optisch ist das schon... Echt krass. Das ist, guck mal, das ist eine Eisenbahn da drüben. Ich trage ja nicht wahrgenommen jetzt. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich erst mal fotografieren. Krass. So viel Thumbnails kann ich gar nicht machen. Thumbnails. Das müssen wir alle zusammen splittern und schneiden und ja. Das war dann zwischendurch einfach so ein Schnelldurchlauf mit Bildern. Kommen wir hier mal über den Steg da jetzt. Über den Steg, Steg. Okay. Wann da bin ich gekommen? Über den Steg? Mhm. Also hier rechts, über den meinst du, oder? Ja. Ja. Bin ja von dem dicken Männchen gekommen. Krass. Eisenbahn hat gar nicht gesehen. Und die sich hier so eine schöne Wohnsiedlung gebaut, ey. Ist ja Wahnsinn. Da hinten? Da hinten muss ja auch noch was sein. Müssen wir auch noch gucken. Ist ja nicht, okay. Wo ich zuerst hingucken soll. Meine Augen wollen alle, das ist wie im Olympiastadion. Meine Augen wollen alle gleichzeitig sehen. Die Beete so schräg, kann man die so schräg bauen? Ja, siehst du doch. Du sagst immer, das geht alles nicht, wenn ich sage, wir machen dit und dit und dit. Siehst du, wie ich alles schön, so schöne rote Pflanzen am Eingang. Ja. Wenn du hier so hinkommst. So viel Kreativität, ey. Oh. Ja, krass. Warte, das ist jetzt... Achso. Jetzt hat... Der ist umrandet, der Ofen. Und wahrscheinlich in der Kiste ist Holz drin. Da kommt man nicht ran. Und... Der Ofen, der geht in die BKE. Oh, cool. Ach so, und dann kommt man von der anderen Seite? Kommt man auch noch an die Kühlschränke? Also wenn du denn mal... Also jetzt kommen wir nicht ran, also weil wir nicht dürfen, aber... Oh ja, guck, siehst du, so kannst du. So geht's auch. Aber sitzen dürfen wir. Wie macht man hier Weitsichtkamera? Wow. Geht da nicht im Sitzen. Nee, bei mir jetzt. So, jetzt sitzen wir hier. Da saßen wir, ja. War hier eine Treppe? Nee, Bett? Geil. So, bei dem Männchen waren wir auch noch nicht, wa? Bei dem Dicken? Also, ich war nicht drin, ich bin nur vorbeigegangen. Okay, krass. Dann. Warte, hier, ich wollte mal bei der Eisenbahn gucken. Was nun? Naja, so, hier. Achso, ich dachte, du mit hast diesen Schieber vorne dran, wie diese alten Dampfloks. Die haben wir früher auch immer. Kommen. Und dann haben sie hier diese Dinger gebaut und dann hast du so ein Stromteil da noch als Schornstein und so. Krass. Schon cool. Meine Fresse, Leute. Ey, da habt ihr euch ganz schön was einfallen lassen. Das ist schon echt krass. Ja, das ist schon so. So hast du von Update zu Update immer was zu tun. Alter. Guck mal, so ein Jacuzzi. Dampflok-Jacuzzi, oder? Das ist wahrscheinlich mit Wasser. Ach nee, ist ja ein Boot. Bötchen. Siehst du, und da auch oben. Der Schornstein ist so ein Ding. Das ist schon geil. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Darüber zu dem Dicken. Okay.
Passe ich hier durch? Ja. Klar. Oh, guck mal. So eine Kleinigkeiten finde ich aber geil. Ist alles geil, ich möchte hier bleiben. Einfach mal chillig. Ich glaube, die Leute müssen mit auf unseren Brutalstand kommen und sich da auch was hinbauen. Ich glaube, da haben die ja keinen Bock auf so. Also brutal haben die keinen. Nee, das macht auch. Das ist echt anstrengend. Ich freue mich auch, wenn das Update raus ist und wir dann wieder auf unserem normalen Stand ein bisschen. Ob die eine Bedeutung haben, die Dinger? Einfach nur so, weil es cool aussieht. Werden wir erfahren. Männchen, okay. Männchen. Ja, werden wir wahrscheinlich ein bisschen hin und her schneiden, ne? Also. Mal gucken. Vielleicht lasse ich es mal einfach so. Hallo? Ist das Klohäuschen? Ist ja, der Hochstand? Einfach nur. Ja. Der hat einen Glaspo. Ach, da kannst du reingucken von unten. Ist ja geil. Krass. Wow. Mich gefreut, weil ich in Keep Up Survival mal eine Kirche gebaut. Die war aber wirklich gut. Da steckte zwar eine Menge Arbeit auch drin, aber die war wirklich gut. Oh, wie geil. Der Maschinenraum, war? Mhm. Da bin ich vorhin schon durchgelaufen. Dürfen wir? Ja. Dürfen wir nicht. Dann müssen wir laufen. Ach nee, geht kein Laufen, ne? Doch, geht laufen. Ui, ich bin schon mal hier runtergeflogen, die Treppen. Hier? Nee, neben einem dünnen Ding bin ich da runtergeflogen. Okay, aber ich kann dir einen Verband bauen. Achso, Essen und so wäre nicht schlecht, wa? Haben wir doch gekriegt? Ich hab kein Essen. Keine? Doch, ich kann dir Riegel abgeben. Ach doch, ja, Riegel habe ich. Doch. Alle Tüte. Oh. Oh Gott, hier wird mir schwindelig. Ich bin erstmal in dem unteren Ding. Ach so, und eine Seite geht der Fahrstuhl hoch und andere Seite. Aste. Die Treppen. Ich bin am Ärmchen, wo das Schwert ist. Oh, schon krass hoch, ey. Wir sind noch nicht mal oben. Ah, das ist doch bestimmt hier so eine. Da treffen sich immer alle, das ist bestimmt so ein Gemeinschaftsprojekt, so die beiden Leute hier und so. Oder? Heute mir wird schwindelig hier oben. Oh, jetzt bin ich ganz oben, glaube ich, oder? Nee, doch noch nicht. Doch. Doch. Oder? Das ist noch irgendwo eine Luke. Oh, nee, sieht so aus. Wie viel Arbeit hier drin steckt, ey. Ja, das muss nachher auch außen schön. Also und vor allem, wie viel Materialien da auch drin stecken, wa? Ja. Bist du hier drin und baust, dann sieht der von außen schön aussehen. Krass. Vor allem, ich hätte da ja nicht das Auge für. Ich meine, in anderen Spielen geht das. Aber hier, ich kann mir das immer ja nicht vorstellen, wie ich es innen bauen muss, dass es von außen so aussieht, wie ich es gerne möchte. Nee. Nee? Ich glaube, hüpfen mag ich nicht nochmal. Wann bin ich auch irgendwo gehüpft? Der lacht schön da drin. Ja, kann man ja mal gucken, ob drüben noch was ist, ne? Auf der anderen Seite. Oh ja. Da müssen wir auch noch hin. Alter Schwede. Scheiße. Guck mal, die haben sehr die Höhle. Ist das die Höhle, die da markiert ist? Stimmt. Ja. Guck doch auf die Karte. Jetzt sieht die ganz anders aus, was? Alter Vater, ey. Hast du auf die Karte mal geguckt? Ja. Die ganzen Gebäude, krass, oder? Geile Sache. Oh, geht schon wieder die Sonne unter. Ja, das ist ja. Das schaffen wir nicht alle auf einmal anzugucken. Nee, das glaube ich auch. Oh, hier sind viele
Du bist. Komm mal raus. Oh, hoppala. Also, dann hast du ja eine Aufgabe, wa? Für unseren Brutalstand. Du wirst jetzt erstmal ein paar Tage farmen gehen und dann möchte ich aber auch Sonnengebäude überall bei uns sehen. Also, oh, nicht dieselben, aber andere eigene Ideen, aber auch jetzt mal ein bisschen außergewöhnlich. Nicht immer langweilig, wie wir bauen. Da wird es echt hart auf dem Ding. Nee, das müssen wir, glaube ich, in unserem Normalen machen. Du kriegst ja nicht hin, so zu bauen, weil du hast ja meist diese Rohstoffe dafür nicht. Und Kiste. Da groß bauen ist, glaube ich, echt hart. Ja, irgendwie haben die Admins hier auf dem Server, glaube ich, bei dem Event. Wo bist du? Da. Auf der ganzen Map Kisten verteilt. Und alle Spieler sind dazu eingeladen, die Kisten zu suchen. Und da sind bestimmt auch welche leer. Und wer den Inhalt denn hat, der darf ihn behalten. Hier so schön, also so eine Idee und das dann für die Serverleute so anzubieten, das finde ich eine schöne Sache. Ich weiß ja nicht, wie viele Möglichkeiten man da hat. Wahrscheinlich nicht so viel. Also, irgendwelche Sachen zu machen. Den Veggie, wenn ich nicht. Aber ich esse nicht aus den Beeten hier weg. Nee, um Gottes Willen. Tja, nee, wo gehen wir lang? Na, jetzt wird es ja dunkel, dann würde ich sagen, beenden wir nämlich erstmal die Folge. Und die andere Seite vom See gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ja, wie haben wir denn noch einen See? Naja, dann ist es eben noch eine dritte Folge. Oh, krass. Geil, also das sieht aus wie eine Burg da vorne. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir da nachher hingehen, morgen. Am nächsten Tag. Aber ich gehe jetzt lieber ins Haus. Über Nacht. Nee, ja, wir schleichen uns in der Nacht. Nicht weg. Nö. Nee. Aber wir können ja nochmal so einen Rundflug im Sonnenuntergang machen. Geht nee, das ist doof. Charakter. Nee. So, gut, dann machen wir mal hier Schluss für heute. Ja. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier heute sein durften und in der nächsten Folge wahrscheinlich auch noch. Ja. Und dann vielen sehen Dank wir uns bald Einladung. Wieder. Bis dahin. Haut darin. Ciao.